Endlich wieder Super Smash Bros. Obwohl ich glaube, dass der frühere Release der 3DS-Version den Verkaufszahlen der Wii U-Version in die Quere kommen könnte, ist das erstmal nebensächlich. Das Nintendo Beat'em Up spiele ich zusammen mit Mario Kart und Smash Football regelmäßig mit Freunden auf dem GameCube. Zu Silvester haben wir sogar mal Brawl auf der Wii angeworfen. Gerade mit Freunden sind die Smash Bros. Spiele Entertainment pur, auch wenn ich für meinen Teil kein wirklich guter Spieler bin. Beim 3DS fallen die meisten Aspekte, die sich auf das Zusammenspielen beziehen, weg, da es logischerweise keinen Vier-Spieler-Modus an einem System gibt. Jeder braucht seine eigene Konsole und sein eigenes Modul für den lokalen Multiplayer. Dafür ist es eine ausgezeichnete Umsetzung für die mobile Konsole, sodass ich auch unterwegs zocken kann. Es funktioniert, sieht super aus und trotz des kleinen Bildschirms geht die Übersicht nur selten verloren. Diesbezüglich bietet der 3DS XL natürlich einen Vorteil. Im Optionsmenü lässt sich all das einstellen, was ich einstellen wollte. Die grafischen Umrandungen von Charakteren, die sie zur Verbesserung der Übersicht hervorheben, lassen sich einstellen. Es gibt verschiedene Audio-Slider und die Steuerung lässt sich neu belegen. In dem Punkt hat Nintendo wirklich an alles gedacht. Der einzige Nachteil sind relativ häufige, dafür kurze Ladezeiten. Das geht aber durchaus in Ordnung. Es trudelten aber auch vereinzelt Meldungen ein, dass das Circle Pad des 3DS dem schnellen Gameplay nicht standhält und abbrechen kann. Ich hoffe mal sehr, dass davon nur häufig gebrauchte Systeme betroffen waren, damit es Einzelfälle bleiben. Super Smash Bros. 4 konzentriert sich auf dem 3DS vor allem auf Singleplayer-Content, was auch Sinn macht. Aber keine Sorge, der Multiplayer-Aspekt ist natürlich nicht zu kurz gekommen. Die hier gezeigten Spielszenen sind nicht von mir, sondern von Musician. Link in der Beschreibung, weil ich meinen 3DS nicht aufnehmen kann. Ist vielleicht auch besser so, er kann das Spiel wenigstens einigermaßen. Im Smash-Abenteuer-Modus haben alle Spieler 5 Minuten Zeit, sich durch ein Labyrinth zu bewegen und dabei Gegner zu plätten, die Items zur Verbesserung der Statuswerte fallen lassen. Danach gibt es einen finalen Showdown, der ein Kampf, ein Rennen oder etwas anderes sein kann. Mir gefällt, wie flott sich dieser Modus spielt. Die übernommenen Elemente aus Kid Icarus in Kombination mit den verschiedensten Gegnern aus dem Nintendo-Universum passen hier richtig gut rein. Der klassische Modus ist auch wieder mit dabei. Hier folgt man einem Pfad mit verschiedenen Richtungen und besiegt Gegner in verschiedenen Ausführungen, um am Ende gegen die Meisterhand zu kämpfen. Wenn ihr übrigens die ganze Zeit den roten Pfad entlang geht, könnt ihr am Ende sogar gegen Meisterhand und Crazy Hand antreten. Mit dem ebenfalls aus Kid Icarus bekannten Wetteinsatz wird dieser Modus leichter oder schwerer. Je höher der Wetteinsatz, desto schwerer ist die Runde. Dafür gibt es am Ende bessere Belohnungen. Im All-Star-Modus kämpft man sich der Zeit entlang bis nach ganz oben oder bis man verliert. Danach kann man dann versuchen, den eigenen Rekord zu brechen. Und im Stadion gibt es die übliche Minispielsammlung. In jedem Modus bekommt man Belohnungen. Das können alternative Moves für Charaktere, optische Items für Mii-Kämpfer, Gold für Wetteinsätze oder Sammeltrophäen sein. Online- und lokaler Multiplayer sowie freie Kämpfe, in denen man die Regeln den eigenen Wünschen nach anpassen kann, sind natürlich auch mit dabei. Nur das Smash-Abenteuer unterstützt leider nur lokalen Mehrspieler. Online gefiel mir zudem der bei 4 Spielern doch recht deutliche Input-Lag nicht. Bei Kämpfen 1 gegen 1 funktioniert das besser. Die Kämpfe selbst haben sich nicht viel verändert, was auch gut so ist. In den verschiedenen Arenen kämpfen bis zu 4 Charaktere aus dem Nintendo-Universum gegeneinander. Jede Figur hat eigene Angriffe und Spezialfähigkeiten, die man beherrschen muss, um den Sieg zu erringen. Weiterhin tauchen zufällige Items auf, die ebenfalls Bezug zu Nintendo-Spielen haben. Laserpistolen, Bomb-Oms und Pokébälle mit verschiedenen Pokémon sind wieder mit dabei, neue Items gibt es aber auch. Wenn ein Kämpfer Schaden einsteckt, erhöht sich seine Prozentzahl. Je höher sie ist, desto höher ist das Risiko, aus der Stage gekickt zu werden. Treffer, die unvermeidbar zum Rausflug führen, werden mit einem roten Blitz signalisiert. An der Kämpferfront hat sich einiges getan und die Neuzugänge wie Palutena und Mega Man gliedern sich gut in die Reihe ein, während einige alte Charaktere überarbeitet wurden. So verhält es sich auch mit den Stages. Es lassen sich auch noch weitere Kämpfer und Stages freischalten. Neu sind die Mii-Charaktere, die es in 3 Variationen gibt. Dort könnt ihr euren eigenen Mii importieren, ihn optisch anpassen, seine Moves aussuchen und seine Statuswerte mit Items anpassen. Im Testmodus mit kurzer Ladezeit kann man den neuen Kämpfer dann gleich ausprobieren. Die letzten beiden Punkte gelten auch für die Nintendo-Charaktere, aber man kann die Personalisierungseffekte für freie Matches ausstellen.
Die verschiedenen Möglichkeiten, Super Smash Bros. 4 zu spielen, hat man nach etwa einer Stunde ergründet. Einen Modus mit einem Charakter durchzuspielen dauert etwa 10 Minuten. Da die Durchgänge aber so unglaublich gut funktionieren, zumindest bis auf die Credits nach jeder Runde im klassischen Modus, habe ich bisher eine Menge Zeit in das Spiel gesteckt und noch ist kein Ende in Sicht. Die eigentlichen Mechaniken erinnern immer noch an die Vorgänger, im Detail wurden dagegen Kleinigkeiten verbessert und der spielerische Umfang motiviert. Es ist ziemlich schwer, das Spiel richtig zu beschreiben, aber wenn ihr Super Smash Bros. Mögt, werdet ihr vom vierten Teil auf dem 3DS nicht enttäuscht sein. Wie groß der eigentliche Sprung ist, kann ich erst mit der Wii U-Version im Dezember richtig beurteilen, aber ganz ehrlich, es ist ein funktionierendes Super Smash Bros. Mit reichlich Content, das ich überall mit hinnehmen kann. Wenn ihr einen 3DS habt, solltet ihr unbedingt zuschlagen.